Fangen Sie an. Ich fange auch an. Ja, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Bitte. Gespräch aufgenommen und Bitte, ich normal mache nach jetzt Creative Commons weiter. aufgezeichnet Hallo. wird? Hallo. Hallo? Und zwar, es geht darum, Sie haben ja in der Vergangenheit den Stromanbieter gewechselt und damals haben wir Ihnen versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Haben Sie das versprochen? Ich erinnere mich nicht dran. Es war damals so, dass man Sie versprochen hat, dass man sich nochmal meldet, wenn wir gute Preise für Sie wieder haben. Ja, es ist bloß leider unmöglich. Die lügen hier, um Vertrauen zu gewinnen, weil der Kunde denken soll, dass bereits ein Verhältnis mit dem Anrufenden besteht. Weil jetzt die Preise sich nochmals erhöht haben und die werden sich nur noch erhöhen durch Ihre Postleitzahl sind wir für Sie in der Leitung. Rufen Sie jetzt an, weil wir schon mal was mit Ihnen gemacht haben, oder rufen Sie alle in unserer Postleitzahl an? Für beides. Wir von der Bundesweite Energie rufen für beides an. leon.erbschlecht@gmail.com. Ist das Ihr E-Mail? Nee, ich bin bei Gmail. Wie? Ich bin bei Gmail. Gmail. Nee, ich bin bei Gmail, heißt es. Von Google ist Ist es. Von Gmail. Gmail, Nee, genau. nicht Gmail. Gmail. Ohne E. Gmail, Ja, kein genau, E. aber Nee, Leon Gmail. Punkt, Kein I. Kein genau. Gmail. Gmail. Vielleicht haben Sie auch bei Gewinnspiel, ich weiß es nicht, da kommen auch Energiefragen. Aber wenn man einen telefonischen Werbeanruf machen will, dann braucht man mehr als nur ein E-Mail-Opt-in. Und alles, was das Es Ins ist kein Gewinnspiel hat. Werbeanruf, Herr Erbschlecht. Wir prüfen nur, wie Sie ausgestellt sind, ob Sie in einem Alttarif sind von der Bundesweite Energie. Und weil die Preise sich jetzt nur noch erhöhen werden, arbeiten wir mit ein paar Anbietern zusammen. Ja. Das sind keine handelsübliche Tarife, wo wir haben. Wir bekommen Sonderkonditionen, wo wir dann in Ihnen dann wieder anbieten. Ja, okay, aber Ja. das ist ja trotzdem ein Werbeanruf. Sie sind ja eine Firma, die wahrscheinlich von der Energieagentur Provisionen für jeden Aber Sie haben vermittelten Kunden trotzdem bekommt. per Lassen Sie mich mal genau. ausreden, bitte. Sie sind doch ein Unternehmen, was Provisionen bekommt von den Energieanbietern für jeden Kunden, den Sie vermitteln. Das heißt, Sie arbeiten ja auch kommerziell. Sie machen das ja nicht freiwillig oder Sie machen das ja nicht non-profit, sondern Sie sind ein Business, was kommerziell ist. Und wenn Sie hier mit diesem Anruf Herr Verkauf machen Erbschlecht, wollen, was dann ist machen Sie es. denn beruflich? Hallo, Herr Erbschlecht, was machen Sie beruflich? Muss ich Ihnen nicht sagen. Aber auf jeden Fall, Nee, das aber ist es. Sie jeder können, Sie arbeitet für dürfen. irgendwas, oder? Ja, ich Wir arbeite. arbeiten für die bundesweite Energieberatung, Herr Erbschlecht. Und wenn Sie nicht, also ich verstehe Sie, aber dass Sie jetzt gleich auf Provision und so weiter kommen, wir wollen hier gute Sachen machen, wir wollen, dass Sie einsparen und klar verdient Ja, man aber dann davon können auch Sie können. was. Ich weiß, es ist auch vollkommen okay. Ich beschwere mich nicht darüber, dass Sie das machen. Ja, Das ist ein Konzept, was ist funktioniert. meine Arbeit. Das Ich ist arbeite hier. Win-Win. Ich Da können beide dran gewinnen. Das ist überhaupt kein weiß Problem. Mein Problem ist nicht. damit, wenn Sie sagen, dass Erbschlecht, das kein ich mache doch meine Werbeanruf Arbeit ist. hier. Was soll ich wissen, was mein Chef macht, was mein Vorgesetzter macht? Ja. Ich setze mich hier hin vor meinem PC und arbeite für die bundesweite Energieberatung und rufe wie Sie tagtäglich mehrere Kunden an, damit sie für die gleichen Konditionen weniger zahlen können. Und woran? Gut, Und ich sehe schon, Sie damit haben habe ich schon kein erspart. Problem. Das einzige Problem, was ich hier noch habe, ist die Art und Weise, wie dieser Anruf stattfindet, weil da sind ein paar Sachen nicht so ganz richtig. Einmal halt, dass Sie sagen, dass es kein Werbeanruf ist, weil das stimmt einfach nicht. Und einmal, dass Sie anrufen, Aber man obwohl Sie kann nur ein doch, das ist E-Mail-Opt-in doch, haben. eine Werbeanruf wäre, wir sagen ja die Tatsache. Ich bin ja noch nicht vorangekommen. Wenn Sie mich weiterhören würden, würden Sie sehen, dass es eigentlich keine Werbeanruf ist. Wir arbeiten ja für diese Anbieter. Und wenn ich Ihnen Unterlagen schicke, dann sage ich Ihnen auch, wie das läuft. Okay, lassen Sie mich raten. Diese Unterlagen werden irgendwie so eine Auftragsbestätigung sein, was eigentlich Ja, schon ein schauen Sie, Sie Vertrag kennen sich ist. hier aus. Ja, ich weiß, wie das Ja, funktioniert. und Und woran liegt das damit, jetzt? das macht diesen Anruf nach Definition zu einem Werbeanruf. Herr Erbschrecht, wollen Sie sparen oder wollen Sie nicht sparen? Ich will sparen. Bitte? Ich will sparen. Ah ja, sehr nett. Schauen Sie, ich will auch, dass Sie einsparen. Lassen wir doch alles andere. Wichtig ist, was Sie haben. Ja. Schauen Sie, die Preise werden sich jetzt im März alle erhöht haben, weil diese Energiewende kamen jetzt ganz frisch für 2017 im Oktober.
Wie man merkt, sie geht überhaupt nicht darauf ein und versucht davon abzulenken, auch über diese emotionale Schiene von wegen, wenn sie das nicht machen, dann wird das in Zukunft noch teurer. Sie weiß halt selber, dass sie nicht im Recht ist, deshalb kann sie dazu nicht viel sagen. Atomkraftwerke. Ja, Also, damit habe ich auch kein Problem. Habe ich ja auch schon gut, gesagt. wollen Sie diese Steuern mitzahlen? Nein. Nein, Steuern sind Okay, für Leute, gut, die ich Boote habe jetzt fahren. die Energie. Super, und ich habe jetzt einen Anbieter, der liegt sehr gut. Das sind die Stadtwerke Pforzheim. Die haben für Sie super Willst du mich Konditionen. jetzt Und die Stadtwerke verarschen? Pforzheim. Bitte? Kurz. Das ist aber unkreativ. Pforzheim, von der Pforzheim. Pforzheim. Sagen Sie doch gleich Genau, Pforzheim. Pipi-Kaka-Heim. Also bitte. Ach So, ist das nein. jetzt ein Witz oder so? SWP. Hä? Sie SWP. wissen doch, Stuttgart, Ja, kenne Pforzheim. ich. Als ob so eine Stadt heißt, ne? Ja, das ist in der Nähe von Stuttgart. Achso, Man okay, das schreibt es google auch ich mit jetzt. PH, Pforzheim. PH-Orts, okay. Entschuldigung. Achso, ich dachte jetzt, Sie meinen Pforzheim, so wie. Also nein. Also wollen Sie Oh. mich jetzt wirklich auf dem Sie wollen veräppeln? mich doch gerade verarschen mit Pforzheim. Also, Erbschlecht, Sie sind sehr jung noch, ich sehe auch, aber Ja, das mache ich nicht, das 32. stimmt nicht. Aber Sie kennen ja die SWP, ist die, also tut mir leid, aber die heißen so, Pforzheim. Okay, und Sie Was soll sagen? ich jetzt dazu sagen? Auf die Gedanken bin ich gar nicht dazu gekommen, aber ich habe jetzt gelacht, das ist auch, tut mir echt gut. Ja, mir auch. Ich finde, Lachen ist die beste Medizin. Super, dann geben Sie mir bitte gleich mal Ihre Zählernummer, damit ich Ihnen gleich die Unterlagen, die Konditionen zusichere. Okay, dann gehe ich kurz mit dem Telefon in den Keller. Okay. Und der Postleitzahl ist aber auch aktuell, gell? Die 23683. Die wollten wir letztes Jahr ändern. Da war so eine Vollversammlung vom Dorf, aber ich glaube, das hat nicht Echt jetzt? geklappt. Ja. Manka. Ja, Wieso? weil es keine Primzahl ist und es hat ja mathematische Vorteile, wenn die Postleitzahl eine Primzahl ist, weil die Ah. Postsysteme funktionieren ja über Primzahlsortierung und dann kriegt man seine Post schneller, wenn seine Postleitzahl eine Primzahl ist. Echt? Habe ich auch noch nie gehört. Ja, jetzt wissen Sie Bescheid. Ja, man lernt nie aus, ich weiß es. Ja. Aber es ist interessant, ja. Und vor allem, wenn man falsche Fakten lernt, dann kann man unendlich viel lernen. Weil es gibt ja viel mehr falsche Fakten als wahre Fakten. Das war jetzt eine Naja. Anspielung. Oh Mann. Sind Sie immer so gut drauf, immer so ein bisschen Spaß und so. Ja, ich bin Comedian, so halb. Das war gut, ja. Ja, aber wirklich, es ist manchmal schön, wenn man nette Kunden am Telefon hat. Es ist nicht einfach, was wir hier machen. Ja, wenn Sie so prozentual sagen, wie viel Prozent der Anrufer sind glücklich darüber, dass Sie anrufen? Ja, klar. Und wenn man mal wirklich einen Kunde hat, wo man mit dem kommunizieren kann oder auch lachen kann, natürlich, das ist natürlich auch schön. Dann ist es nicht so langweilig. Das ist schön. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was glauben Sie, Ja, wie bitte. viel Prozent der Anrufer sind glücklich über Ihren Anruf, so aus Erfahrung? Ich muss sagen, halbe halbe. 50-50. Interessant ist hier die Formulierung, ich muss sagen, denn die Anrufe könnten ja theoretisch von deren Chefs abgehört werden. Wenn man die Callcenter-Mitarbeiter privat fragt, oder manche schreiben mir auch auf meiner Facebook-Page, dann sind die Zahlen der Leute, die unzufrieden sind, sehr viel höher. Sind Sie jetzt beim Zähler? Ja, super. Soll ich es aufschreiben? Ja, ich schreibe mir die Nummer auf. Ich schreibe sie gleich auf. Ach so. Ich lese Ihnen Super. einfach die ganze Nummer vorne am Stück. Ja, bitte. Die ist aber lang. Die Zählernummer. ist aber lang. Macht nichts. Okay, Geben also. Sie mir die durch. Ja, 3, Drei. 1, Ja. 4, Ja. 1, Ja. 5, Ja. 9, 2, Ja. 6, Ja. 5, Ja. 3, Ja. 5, 8, Ja. 9, 9, 3, 2, Ja. 3, 8, 4, 6, 2, 6, Aber das kann es 4, doch nicht sein. 3. Das ist die Nummer, die hier steht. 3, Nee, 8, nee, das kann gar nicht 3. sein. So lange Zählernummer gibt's gar nicht. Was Sie mir jetzt aufgezählt haben, die kann nicht sein. Welches ist denn die Zählernummer davon? Hier sind mehrere Nummern. Ja, der müsste eigentlich ganz unten stehen. Also bei dem Zähler drauf ganz unten. Auf der Unterseite? Oder von vorne? War das die IBAN-Nummer gerade? Was? Nein. Erbschlecht. Da müssten die Wie vielleicht kommen Sie mit jetzt auf vierer IBAN? E.ON fängt mit 4-4 an oder so, kann auch sein. 4-4.
Also die Nummer, Ah, die kann ist ich. es die 44-28109? Die steht hier. Genau, die 4428. 288, also 44-28809. 88. Also 44288 109. 109. Genau, die ist es. Okay. Also die andere war vielleicht Die andere war wie heißt? 314152663 Der war ja wie eine E-Mail-Adresse. 89793234624438 und die geht noch weiter. Nee, nee, die andere, die nimmer, die andere. Und sonst sind da keine anderen Zahlen? Nee, das ist alles. Doch, da ist so eine, die ändert sich langsam. Nee, nee, die nimmer die. Da Machen wir so. steht Zählerstand dran. Ja, nee, Zählerstand Das brauche ich nicht. dreht sich so durch. Es ist so, damit ich die Verfügbarkeit in Ihre Straße prüfen darf, brauche ich kurz Ihr Einverständnis. Dies kann zu Schulungszwecken aufgenommen werden. Ist es in Ordnung? Weil ich muss erstmal durch Ihr Erlaubnis natürlich Ihre Adresse validieren. Ist es in Ordnung? Was heißt zu Schulungszwecken? Also es wird halt jetzt nur, damit ich sage, ich sag weiter, also Ihr Wohnhaft, dass es in Amselweg 12 ist und das ist die Postleitzahl, werde ich Ich sagen, in hab nicht Schaffnitz. gefragt, was Sie aufnehmen, sondern ich habe gefragt, was Sie mit zu Schulungszwecken Ja, weil es meinen. kann Ja. Datensicherung und das halt zugehört wird bei uns von uns, wenn die Schulung haben gerade, Schulungszwecken auch, Wir damit ich hören uns Ihre gerade. Adresse. Hallo, viel Spaß bei der Schulung! Nein. Sie haben doch gerade gesagt, wir hören uns gerade zu. Nein, wegen der Schulungszwecken wird es aufgenommen. Jetzt Okay. momentan hört uns niemand zu. Wenn ich es Wow. aufnehme, werde ich ja Ihre Daten sagen. Dann Ja. werde ich Ihre, damit ich muss dann auch schauen, ob ich die Verfügbarkeit in Ihrer Straße prüfen darf. Okay. Brauche ich ganz kurz Ihr Einverständnis. Dies kann zu Schulungszwecken auch aufgenommen werden. Ja, Ist es genau. in Meine Ordnung? Frage war ja genau, was sind diese Schulungszwecke exakt? Weil nicht, dass ich dann irgendwie bei Galileo 60 Sekunden für 5 Nein, Sekunden nein, hier gespielt bei wurde. uns. Nee, nee. Ja, was genau Also, meinen Sie damit? ja, weil es wird einfach, dass ich Ihre Datenschutz natürlich auch habe. Schauen Sie, es sind ja auch andere da, wo vielleicht bei den Schulungszwecken mit uns mithören. Ja. Und das ist, damit ich eben aufnehmen darf, das ist ja Datensicherung, um das geht's. Nichts weiteres. Und dann werde ich Ihre Adresse finden. Ich Ja, habe jetzt das nicht ist ja mal auch. gell? Ja. Es Ja. dauert ja nicht Klar, eine das ist Sekunde okay, dann. aber Sie beantworten meine Frage jetzt zum dritten, meine ich. Was sind diese Schulungszwecke? Schauen Sie, wir arbeiten doch hier und wenn jemand von uns jemand hier anfängt, Ja. der muss doch auch eingelernt werden, oder? Soll er Ja. nicht? Okay, aber haben Sie da nicht Ich bin ja mittlerweile auch. genug Material, dass Sie noch immer weiter brauchen? Nein, ich mache jetzt ganz kurz, ganz schnell. Schau, Sie werden sich das ja auch anhören, gell? Ja, okay. Ja, Wie dann, das ist. aber unser Anruf, wissen Sie was, das ist ja, Unsere ich finde, Anruf wird nicht wir können da, aufgenommen. ja, wir können da ja Nur entfernt. das, darum habe ich ja gefragt, ob ich die Bandaufnahme machen darf, damit ich Jo. Ihre Adresse validieren darf, wegen Ihrer Sicherheit. Gut. Wissen Sie was, ich habe einen fairen Deal für Sie, okay? Okay. Sie dürfen es für aufzeichnen, für was Sie wollen, ist mir egal. Und unser Gespräch, Sie sind ja lustig, das heißt, ich würde meins für meine Comedy-Routine auch aufzeichnen. Okay? Ja, können Sie doch, ist doch Okay, kein Thema. Ich mache gut. hier nichts Schlimmes, können Sie auch machen, Ja, wenn Sie ja. möchten. Dann sagen wir Also, einfach, das ist dass ja dieses nur. ganze Gespräch ist publique Domain, Creative Commons 0.0, da müssen wir uns über den ganzen Quatsch keine Sorgen machen. Dann können Sie das Gespräch auch machen, was Sie wollen. Sie können es im Radio spielen, Sie können es nachts bei sich zum Sex anmachen, Sie können es Ihrer Chefin Schauen zeigen. Sie, oh, jetzt war das so ein nettes Gespräch. Jetzt sind Sie so runtergegangen. Wir wollen ja den Vertrag, weil, als damit ich Ihnen die Unterlagen gleich abschicken kann, diese Auftragsbestätigung. Ja. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich mache ganz genau, damit Sie alle Angaben. Ich habe gesagt, ich werde diese Unterlagen schicken, wie wir besprochen haben. Und Okay. ich brauche nur noch Ihr Einverständnis, damit ich Ihre Adresse finden kann. Schauen Sie, der Okay. prüft Wissen mir Sie was? genau. Ich gebe Ja. Ihnen das Einverständnis, unser Gespräch aufzuzeichnen und damit zu machen, was Sie wollen, wenn Sie dasselbe tun. Das ist doch Ich werde fair. doch nur das. Nur Ihr Wohnhaft, dann werde ich die Bandaufnahme aufmachen und wieder zurückstarten. Okay. Also das ist ja nur, Ist doch es geht okay, ja ich habe nur überhaupt kein. darum. Ich Ich verstehe das jetzt hab nicht. überhaupt kein Problem mehr damit, dass Sie mich aufnehmen, wenn ich das auch machen darf. Das wäre nur Fairness.
Ist okay, Sie dürfen mich auch. Sie haben Sollen die wir Erlaubnis. weitermachen? Sie haben die Erlaubnis. Habe ich auch die Erlaubnis von Ihnen? Also, Gut. fangen wir an. Ja, wenn müssen wir Okay. uns jetzt gegenseitig die Erlaubnis noch offiziell geben oder wie funktioniert das dann? Wollen Sie es jetzt auch aufnehmen oder wie? Ja. Okay, also, Gut. fangen Sie an. Ich fange auch an. Ja, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Bitte. Gespräch aufgenommen und Bitte, ich normal mache nach jetzt Creative Commons weiter. aufgezeichnet Hallo. wird? Hallo. Hallo? Herr Erbschlecht. Ja. Ich will ja Ihre Adresse jetzt nur bei Ja, dir. machen Sie. Sie dürfen. Also, Wenn ich auch Herr darf. Erbschlecht, damit ich hier Verfügbarkeit in Ihre Straße prüfen darf, brauche ich kurz Ihr Einverständnis. Es kann zu Schulungszwecken aufgenommen werden. Ist es in Ordnung? Ja. Also die Bandaufnahme habe ich gestartet. Herr Erbschlecht, ich habe Sie darauf hingewiesen, dass dieses Gespräch zu Schulungszwecken aufgenommen werden darf. Ist das so wichtig? Ja. Ich habe Sie Okay. auch hingewiesen, dass ich Herr es nach Erbschlecht, Creative Sie Commons sind 0 der Herr aufzeichne. Leon Erbschlecht, wohnhaft in der Amtelweg 12 und die Postleitzahl ist die 23683 in Scharbeutz und Sie sind geboren am 4.8.1983. Ist das korrekt so? Diese Daten sind so korrekt wie der Fakt, dass Sie Okay. zugestimmt haben, Mit dass Ihren ich. Angaben liegt ein berechtigtes Interesse vor für Sie vorab Prüfung von Ihrem möglichen Stromtarif. Ist das so korrekt, Herr Erbschlecht? Ja, es ist so korrekt Darf wie ich Ihre die Einwilligung zur Bandaufnahme Aufnahme. beenden, ja? Ja? Da brauchen Sie keine Erlaubnis für. Das können Sie machen, wann Sie wollen. Darf ich Sie beenden, Herr Ja, Erbschlecht? Ja? dürfen Sie. Okay, Sorry. super. Ich Mensch. muss genauso arbeiten, wie ich arbeiten muss. Ich Meine kann gar nicht mehr Zusage? lesen. Sie können nicht Also, das ist lesen, Sie halt dann für Arme. Sie, ja, dass es für Sie gemacht wird. Ja? Also, Okay. damit Sie sich um gar nichts kümmern. Ja, Dann habe ich soweit wenn sich alles. Ihre Augen wehtun, dann können Sie auch sich kurz ausruhen, wenn Sie möchten. Nein, nein, wir sind gleich fertig. Dann habe ich soweit alles und damit Sie die ganze auch nur so nach Hause erhalten wie besprochen, fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen und zwar zeichne es zur Qualitätssicherung auf. Sind Sie damit einverstanden? Okay. Gut, Sie können Schon auch wieder eine gleichzeitig Aufnahme. aufnehmen. Ja. Ach so, nee, Können ich Sie nehme auch jetzt machen. immer, ich nehme die ganze Zeit jetzt auf, wie ich gesagt Ist kein habe. Thema. Können Sie Okay. machen, wie Sie möchten. Ja. Schauen Sie, während der Aufnahme bitte keine Fragen. Erst nach der, dann würde ich Ja. das schnell fertig Sie machen und dann haben sind Sie fertig. sowieso die Rechte dazu, weil wir haben ja gesagt, wir machen das nach Creative Commons 0. Das heißt, Sie haben sowieso alle Rechte an dem Gespräch. Sie können damit machen, was Sie wollen. Also, Ich? ja, Sie oder Ihre Okay. Firma. Also Creative Commons Okay. ist quasi Public Domain. Wenn wir was aufnehmen, fragen wir um Erlaubnis. Ohne Ja. Erlaubnis, schau, selbst da habe ich gefragt, wir müssen fragen. Sonst dürfen wir das nicht. Ja, Ohne dürfen Sie nicht. Erlaubnis, Aber selbst wenn sobald... Sie von der Bank heute einen Anruf Ich bekommen, weiß. heißt das immer, wegen Qualitätssicherung wird das aufgenommen, werden Sie auch immer darauf hingewiesen. Ja, aber Ja? Creative Commons ist, das ist so eine standardmäßige Lizenz, die angeboten wird. Die kann man dafür nehmen. Und die sagt aus, sobald wir halt ausgemacht haben, wie vorhin, dass dieses Gespräch nach Creative Commons 0 geht, ist es quasi Public Domain. Das heißt, Sie Okay. könnten damit machen, was Sie wollen. Und Sie könnten auch jetzt weiter aufnehmen. Sie müssten mich auch nicht mehr fragen. Nee, nee. Wenn ich starte, sage ich. Also mach mal, Okay. fang mal an, 3 Minuten. Ich werde runterlesen. Sie werden das sowieso hören, gell? Ja, können Sie machen. Also, Müssen Sie aber die nicht. Bandaufnahme fängt. Das Band läuft jetzt. Als Zahlungsangaben haben Sie mir kein IBAN angegeben, werden dies dem Versorger dann selbst mitteilen. Ist das so richtig? So, die IBAN kann ich Ihnen geben. Warten Sie ganz kleinen Moment. Wir müssen unseren Service ständig verbessern. Bitte bewerten Sie mich mit einer Schulnote von 1 bis 6, die 1 für sehr gut und die 6 für ungenügend. Anhand welcher Kriterien soll ich Sie bewerten? Wie Sie möchten. 1 oder 6? Ach so, 1 oder 6. Genau. Also nichts dazwischen. Nein, von 1 bis 6. Ja, was jetzt? 1 oder 6 oder 1 bis 6? Na, 1 bis 6, klar. Also von Okay. 1 bis 6. Okay. Ja, dann muss ich mir mal überlegen. Also, ich mache das mal nach Punkten. Ja, Freundlichkeit. Dann Kompetenz. Wir sind doch gleich fertig. Geben Sie mir doch bitte eine Kompetenz. Note. Ja, ich versuche mir doch gerade eine Note zu überlegen. Ich mache da so Super. Kategorien und dann gebe ich in dem jedem eine Note. Irgendwie so Freundlichkeit kriegen Sie eine 2 plus und dann nehme ich den Durchschnitt davon als Gesamtnote. Super. Okay, also Freundlichkeit 2 plus. Danke Kompetenz dafür. 3 Und minus. zwar, Herr Erbschlecht, dann möchte ich Dann, mich ich für bin noch das nicht nette fertig. Das war Gespräch. nicht Ihre Gesamtnote, es war nur Freundlichkeit.
Ich nehme den Durchschnitt als Gesamtnote. Also Okay. Kompetenz 3 minus, tut mir leid, aber das war wegen dem Anfang, da war nicht so kompetent. Sehr gut. Dann Geduld. Ja, wir reden jetzt Geduld, schon. wann? Geduldstest oder wie? Geduld. Nein, also Geduld, wie geduldig Sie sind, meine ich damit. Wir sind doch gleich fertig. Geben Sie mir bitte eine Note, der letzte Ding Was noch mit mache ich denn hinzunehmen. gerade? Eine Note brauche ich doch nur. Eins oder sechs Ja, ist doch egal. Eine Note für die Qualitätsauszeichnung. ja, ich Oder rechne in, ein genau. Einser, Ich mache okay? das in Herr Erbschlecht, Kategorien ich will einen und Einser. Herr Erbschlecht, dann möchte ich mich für das nette Gespräch und für den erteilten Auftrag ich von habe Ihnen noch keine Tutenkuchen Note gegeben. 2000 17, auch im Namen von Strom ist Grün, herzlich bedanken. Darf ich die Bandaufnahme beenden? Nein, weil ich Ihnen noch keine Note gegeben habe. Okay, dann geben Sie mir eine Note. Ja, ich war gerade dabei. Wenn Sie mal aufhören würden, mich zu unterbrechen, dann würde es auch viel schneller gehen. Also, wir waren gerade bei Also. Geduld und nach dem, was Sie hier abgezogen haben, muss ich Ihnen dafür alleine eine halbe Note abziehen. Dann sind wir nur noch bei Okay. einer 1 bis 2. 1 bis 2. Okay. Sind wir So. fertig? Wir haben jetzt drei Kategorien. Man braucht mindestens 5 für eine gute Note. Ich habe jetzt Herr Freundlichkeit, Kompetenz Erbschlecht, und wir sind Geduld. doch gerade fertig. Die letzte Ding noch Stimme. und dann können Sie mich immer noch bewerten. Stimme kriegen Mit Sie einer Schnur. eine 2 plus. Super. Dann, was noch? Bei der QC werden die das abhören. Fragenbeantwortung. Weil Sie, also Fragenbeantwortung, da muss ich Ihnen eine 4 geben, weil Sie haben meine Fragen oft nicht beantwortet, beziehungsweise Sie haben ganz andere Sachen beantwortet, die ich gar nicht gefragt habe. So, dann haben wir jetzt als Noten Okay. 2 plus, 3 minus, 1 bis 2, 2 plus und 4. Dann rechne ich davon kurz den Durchschnitt aus. So, also 2 plus ist 1,75 plus 3 minus ist 3,25 plus 1 plus 2 ist 1,5 plus 2 plus ist 1,75 Herr plus Erbschlecht, 4 ich ist wollte doch 4. nur eine Note. Ich gebe Ihnen doch Wir gerade sind eine doch gleich Note. fertig. Ich Und gebe Ihnen jetzt doch geben Sie gerade die mir die Note. Note. Ich rechne gerade den Durchschnitt aus. Jetzt haben Sie mich rausgebracht. Muss ich nochmal. Also 2 plus ist 1,75 plus 2. So, habe ich Ich habe jetzt das eine Note? gehört! Was haben Sie Was gerade haben Sie gehört? gesagt? Was Sie gerade geflüstert haben? Denken Nein, weil mein Vorgesetzter hat gefragt, wieso ich noch nicht fertig bin. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe gesagt, er wird mir noch eine Note geben, wenn er sich dafür entscheidet. Okay. Also, ich warte noch auf die Note und dann sind wir schon fertig. Ich bin gerade dabei, ich muss mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ich kann es Taschenrechner nicht. brauchen Sie doch nicht. Sie Für den müssen mir nur eine Durchschnitt. Note geben. Ja, mache ich doch für den Durchschnitt. Ich kann den Durchschnitt nicht. Oder können Sie den Durchschnitt im Kopf rechnen, dann gebe ich Ihnen kurz die Teilnoten. Oder soll ich den Durchschnitt jetzt berechnen? Ja, bitte. Eine Durchschnittsnote genügt mir schon. Okay, Dann dann sind wir schon fertig. 2,75 plus 1,5 plus 1,75 plus 4 ist 27,75 ist Ihre Note. Okay. Bitte? Also Also, die Note noch, ich und glaube, dann sind wir schon ich glaub, ich habe fertig. beim Rechnen einen Fehler gemacht, weil meine jetzige Durchschnittsnote ist 5,55. Das kann ja irgendwo nicht sein. Herr Erbschlecht, Ja. schauen Sie, bei der QC werden die das abhören und ich kann keine Aufzeichnung über 20 Minuten machen. Geben Sie mir bitte noch die Note, weil sonst höre ich auf. Okay, ja, also jetzt habe ich Okay? rausgekommen 5,55. Danke dafür, Herr Erbschlecht. Dann möchte ich mich für das nette Gespräch und für den erteilten Auftrag von 2.2.2017 auch im Namen von Strom ist Grün herzlich Ja. bedanken. Darf ich die Bandaufnahme beenden? Sie dürfen. Okay, super. Was haben Sie gerade Dann werde ich gesagt? gleich ab. Ob das akzeptiert wird, das hat ja über eine halbe Stunde gedauert, die ganze Bandaufnahme. Die werden jetzt sagen, bei der QC 30 Minuten, dann muss ich sie wieder anrufen, dann müssen wir das wieder von vorne machen. Ja, wollen wir noch mal eine kürzere Aufnahme machen? Nee, kürzere darf ich nicht. Das ist die ganze Aufnahme, die ist jetzt eine halbe Stunde gewesen. Das Naja, verbraucht doch jetzt haben voll wir viel es ja. Speicherplatz. Erbschlecht, schauen Ja. Sie, ich wünsche Ihnen erstmal, Sie haben einen Geduldtest mit mir gemacht. Ich Viel weiß. Spaß beim Geld einsparen. Ah ja, ich Gell? habe noch eine Sache. Ich würde meinen Auftrag gern widerrufen. Also man muss der Dame echt ein bisschen Respekt geben. Obwohl sie so offensichtlich und häufig manipulativ ist, war sie mir trotzdem irgendwie sympathisch.
Ihr könnt mir helfen, noch mehr Leute über diese Maschen zu informieren, indem ihr dem Video eine Bewertung und einen Kommentar gebt für den YouTube-Algorithmus. Andersweitig könnt ihr es natürlich auch einfach Leuten zeigen oder irgendwo teilen. Das hilft echt enorm. Ansonsten habe ich noch was geplant, wofür ich aber eure Hilfe brauche. Wenn ihr eine zusätzliche Festnetznummer habt, die ihr automatisch weiterleiten lassen könnt, dann meldet euch bitte bei mir per E-Mail. Lennart.erbgut@gmail.com steht auch in der Beschreibung. Danke.